Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Heute haben wir ein Unboxing und zwar von einem Kitt-Helm und zwar der NZ Race Carbon Stride in Red and White. Das ist aus der neuen Kollektion, aus der 2024er Kollektion. Wir schauen heute, was alles in der Box drin ist. Ihr erfahrt später auch noch den Preis und wir machen noch geile Detail-Shots. Somit dranbleiben, wir sehen uns nach dem Intro. So, dann schauen wir, was in der Box drin ist. Ich würde sagen, ich mache mit euch zusammen mal die Box auf. Hier haben wir schon mal den ersten Blick. Ich würde sagen, ich stelle jetzt mal kurz die Box hier auf die Seite und hole dann schon mal den Helm hier raus. So, da haben wir schon den Helm. Da schauen wir gleich rein. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas in der Box finden. Und zwar haben wir hier bei Kitt noch die Gebrauchsanleitung. Packe ich euch ganz kurz aus. So, hier die Gebrauchsanleitung. Plus hier sind noch ein paar coole Sticker mit dabei. Dann haben wir auch noch in der Box das Pinlock-Visier, und zwar das Pinlock 70. Das wird bei Kitt auch mitgeliefert. So, die zwei Sachen packe ich jetzt hier wieder in die Box rein. Und dann schauen wir uns an, um was es hier eigentlich geht, und zwar um den Helm. Ich würde sagen, ich packe das Ganze jetzt mal aus. Ich habe den natürlich schon auf Bildern gesehen, die 2024er Kollektion haben wir jetzt selber auch noch nicht da gehabt. Wir haben den in Blau gleich mal kurz da gehabt, aber der wurde dann von einem Kunden schon bestellt. Und den Roten sehen wir jetzt auch zum ersten Mal. Das heißt, das ist jetzt hier für mich auch eine Premiere. So. Also er kommt hier in dieser schönen Tasche, die kann man auch noch mal ganz kurz zeigen. Genau, so ein kleines Säckchen. Und dann ist er hier nochmal in so einer Folie eingewickelt. So, und hier ist er, der Carbon Stride in Red and White. Ihr bekommt nachher natürlich auch noch schöne Detail-Shots. Ich werde den für euch auch nochmal anziehen, damit ihr auch seht, wie der getragen aussieht. Genau, jetzt würde ich sagen, dreht den einfach nochmal ganz kurz, 360 Grad. Damit ihr den nicht auch mal von hinten seht. Hier nochmal von oben. Ich kann auch hier gleich noch mal kurz von der Innenseite reinschauen. Richtig cooler Helm. So, dann machen wir hier das Visier noch mal auf. Da könnt ihr auch noch mal das Sichtfeld vielleicht ein bisschen besser sehen. Das sehen wir jetzt aber gleich, wenn ich den Helm auf habe, dann noch mal ganz gut. Gewichtstechnisch liegt der Helm hier bei 1400 Gramm. Ungefähr so, also bei der Größe M, das sind wir natürlich plus minus 50 Gramm, je nachdem welche Größe man hat. Preislich liegt der Helm bei 469 Euro, Stand heute eben, wo wir das Video gedreht haben. In der Beschreibung ist auf jeden Fall der Link zu unserem Shop, da seht ihr immer den aktuellen Preis. Genau, sonst, das kann sich natürlich immer ändern, gerade zur heutigen Zeit. Ja, ist nicht immer der Preis natürlich bei 469 Euro, je nachdem natürlich, wann ihr das Video dann seht. Deswegen Link in der Beschreibung auschecken. Dann seid ihr sicher. Das Material hier vom NZ Race besteht aus drei Komponenten und zwar einmal Carbon, Kevlar und Glasfaser. Das Ganze nennt sich Three-Fiber-Verbundschale. Genau, ist hier beim NZ Race eigentlich immer so. Also alle NZ Race kommen in dieser Three-Fiber-Verbundschale. Dann haben wir hier, weil es natürlich ein Racing-Helm ist, auch noch das Sicherheitssystem, wo die Wagenpolster rausgenommen werden können. Ich glaube, ich sage den einen oder anderen auch was. Sprich, der Marshall auf der Rennstrecke kann dann hier die zwei Hebel nach oben ziehen und kann im Prinzip den ganzen Helm von euch lösen und ihr habt somit nur noch die innere Schale dann an eurem Kopf sitzen. Ist natürlich, falls ihr irgendwie bewusstlos seid oder so, natürlich ein Vorteil und mittlerweile Must-Have auf der Rennstrecke. Dann haben wir natürlich auch klassisch hier für den Rennhelm diesen Doppel-D-Verschluss, kennen auch die meisten. Genau, sonst Material hier von innen fühlt sich super an, auch super angenehm. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an, wenn ich ihn anhabe. Ich habe den NZ Race tatsächlich noch nie getragen, deswegen kriegt ihr auch gleich meinen ersten Eindruck. Sonst mein erster Eindruck vom Helm ist echt super. Fühlt sich, wie gesagt, vom Außen jetzt hier schon mal echt gut an und ist natürlich auch in der Preiskategorie etwas günstiger als wie jetzt zum Beispiel der Shark oder Shoei oder auch die AGV-Helme, die natürlich vom Preis ein bisschen höher sind. Fühlt sich aber jetzt deswegen nicht schlechter an. Sonst vom Design ist er natürlich echt klasse. Den gibt es auch noch in Grün und in Blau. Den werden wir vielleicht auch irgendwann mal unboxen. Heute haben wir natürlich nur den Roten da. So, jetzt würde ich aber sagen, ziehe ich den Helm mal auf und gebe euch dann auch gleich nochmal meinen ersten Eindruck, wie der Helm sich anfühlt. Und dann kriegt ihr, wie gesagt, auch noch die Cinematic Shots. Also jetzt Größe S. Normalerweise trage ich immer so zwischen XS und S.
Aber tatsächlich, er ist eigentlich ganz okay gerade. So, dann kann ich den mal zumachen. So, mein Kameramann ist jetzt hier mal ein bisschen näher gekommen, damit man auch ein bisschen hier das sehen kann, ich den ganzen Helm anhab. Genau, man kann es hier ganz gut erkennen. Also Sichtfeld ist eigentlich geil. Hier unten, das sehe ich vielleicht ein bisschen, das ist beim LS2, den habe ich schon mal aufgehabt, ein bisschen anders. Aber hier bei dem Kit, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich stört. Sonst trägt es sich eigentlich echt angenehm. Hier auch das Visier hat natürlich dieses Einrastsystem. Sprich, wenn ich natürlich aus der Box rausfahre, kann ich auch einfach mal nur so das Visier lassen, damit ein bisschen mehr Luft noch reinkommt. Genau, sonst kann ich natürlich auch ganz schließen und raste dann auch hier ein. Genau, sonst wie gesagt, trägt sich super. Also ich habe jetzt nichts Negatives, das irgendwo drückt gerade. So, ich würde sagen, ich drehe mich jetzt einfach noch mal ein bisschen, mache das Visier hier zu. Und dann könnt ihr noch mal von rechts und links schauen, wie das Ganze hier an meinem Kopf ausschaut. Können wir es auch noch mal von hinten uns anschauen. So, also Fazit hier zum NZ Race. Echt cooler Helm. Könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch hier der Helm gefällt. Jetzt gerade mal vom Optischen. Ihr könnt auch gerne bei uns hier vorbeikommen. Mittlerweile kann man die Helme auch bei uns probieren. Ich glaube, auch wenn wir jetzt hier nochmal ein getöntes Visier drauf machen würden, wird es auch nochmal ein Stück geiler ausschauen, als wie hier das klare Visier. Genau, aber wie gesagt, NZ Race, cooler Helm bis jetzt. Wenn es euch interessiert, kann ich den Helm auch gerne mal auf der Rennstrecke testen. Ja, wie gesagt, falls es euch interessiert, auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich da Bescheid und probiere den auch gerne mal für euch auf der Rennstrecke. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben oder auch gerne vorbeikommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Was ich natürlich ganz vergessen habe, jetzt gibt's die Cinematic Shots.